Hallo YouTube, freut mich, dass du da bist. Dario hier. Ich möchte heute der Frage auf den Grund gehen, was die Umgebung, in der du dich die meiste Zeit aufhältst, mit deiner persönlichen Entwicklung zu tun hat. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Du kennst das sicherlich von dir oder vielleicht auch von Freunden, dass du dir sagst, ja, ich möchte mein Leben besser auf die Reihe kriegen, ich möchte mehr Sport machen oder ich habe dieses eine Projekt im Kopf oder diese eine Geschäftsidee. Man ist dann vielleicht ein paar Tage lang motiviert oder auch ein paar Wochen und irgendwann ist dann die Luft raus. Dann sitzt man wieder vorm Fernseher oder vom Internet, surft auf sinnlosen Seiten rum oder isst Fastfood und vergammelt seine ganze Zeit, die man eigentlich in seine Zukunft stecken könnte. Was dann viele sagen, ist, dass sie sagen, ist eben, ja, ich habe es probiert, aber ich habe es nicht geschafft oder ich habe es probiert, aber niemand wollte mir helfen. Und das ist etwas, diese gelernte Hilflosigkeit, dass man sich sagt, okay, ich habe es zwar irgendwie probiert und ich habe es 2-3 Mal probiert und dann ist kein Retter aufgetaucht und hat mir gezeigt, wie es funktioniert und dann habe ich es sein lassen. Das ist diese gelernte Hilflosigkeit. Und die hat etwas zu tun mit der Umgebung, in der du dich befindest. Und das möchte ich dir jetzt anhand von einem Beispiel genauer erklären. Stell dir vor, du willst unbedingt eine Freundin haben oder einen Freund. Wo findest du eine Freundin? Die findest du sicherlich nicht in einem Computerclub, wo die meisten Leute Nerds sind und sich die ganze Zeit nur mit einem Computer beschäftigen. Um eine Freundin zu finden, musst du zu Orten gehen, wo sich viele Frauen aufhalten. Und das sind meinetwegen Einkaufszentren, ein Strand, Bars, Clubs oder so etwas. Dort halten sich viele Frauen auf. Wenn du dagegen sagst, okay, ich suche für mein Projekt einen Programmierer, dann bist du in einem Einkaufszentrum oder an einem Strand am falschen Ort und musst eben in einen Computerclub oder etwas Ähnliches gehen. Ich weiß, das ist jetzt sehr klischeehaft alles, aber das ist im Prinzip das, was ich dir sagen will, dass die Umgebung auch deine Gedanken und die Leute, mit denen du dich umgibst, formst. Und das ist eben extrem wichtig. Wenn du etwas ändern willst, also wenn du ein Ziel hast mit dem Sport zum Beispiel, oder dass du eine Geschäftsidee hast, dann musst du in eine Umgebung gehen, in der diese Geschäftsidee gefördert wird. Also zum Beispiel auf Startup-Events oder auf Investoren-Events oder Seminare, wie du ein Geschäft gründest, wie du ein Unternehmen erfolgreich aufziehst und so weiter. Und das ist nämlich das Nächste, was ich dir empfehle. Es ist so, es gibt nicht für alle Sachen einen Club. Gerade wenn man in einer kleineren Stadt ist oder sogar in einem Dorf, gibt es nicht viele Clubs, nicht viele Angebote, wo man sagen kann, okay, da ist ein Computerclub, da ist ein Startup-Club, da ist ein Fitnessclub und so weiter. Und deswegen, was ich dir empfehlen kann, ist, in jeder größeren Stadt gibt es am Wochenende haufenweise Seminare und Workshops zu verschiedenen Themen. Geh zu diesen Seminaren und Workshops hin. Es muss gar nicht mal sein, dass du jetzt sagst, okay, dieses Seminar interessiert mich jetzt vom Thema so extrem. Es geht mehr darum, dass du Leute findest, die sich auch für dieses Thema in etwa interessieren. Und mit diesen Leuten kannst du dich dann vernetzen und zusammenarbeiten. Es ist bei mir persönlich meiner Erfahrung nach so, dass ich mit vielen Leuten, die ich auf solchen Seminaren und Workshops kennengelernt habe, habe ich noch Kontakt und arbeite auch mit denen öfter zusammen, treffe mich auch so aus Spaß mit ihnen, weil ich mit ihnen befreundet bin. Und mit diesen Leuten habe ich eine bessere Verbindung als mit Leuten, die ich einfach nur aus irgendeinem Club oder Verein kennengelernt habe. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wenn ja, abonniere den Channel, dann kannst du mir damit weiterhelfen und du verpasst kein Video mehr. Vergiss nicht, das kostenlose E-Book, der Schlüssel zu deinem Erfolg, downzuladen. Das kannst du unter diesem Video machen. Es geht um Erfolgseigenschaften, Motivation, Zielsetzung und noch vieles mehr. Lebe ein Leben nach deinen Vorstellungen. Bis zum nächsten Mal. Dario.